Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. Wir haben 2-1 gegen wem haben wir eigentlich gespielt? Alter, bin ich doof. Gegen Bielefeld verloren, jetzt weiß ich es wieder. 2-1 gegen Bielefeld verloren. Unser nächster Gegner ist der VfB Stuttgart. Im Textmodus. Dafür ändern wir unsere Rotation. Nehmen wir Rotation 2 Textmodus. Das ist die hier, genau. Emilio ist noch verletzt. Wann ist das Spiel? Hä? Am 12. Okay, Emilio war noch bis zum 11. verletzt, ne? Soweit ich weiß. Genau, 11.04. Gut. Okay. Dann kann man das jetzt mal so lassen. Gut, weiter geht's. So, Ablöse für Asmoun akzeptiert, ja, den haben wir ja schon einen Vertrag angeboten, bin ich mal gespannt, ob er auch kommt. Dann wäre unser nächster 50er weg. Die werde ich aber nicht verkaufen, die schmeiße ich alle in die zweite Mannschaft rein. Weiter geht's. Asmoun kommt zu ihnen. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das freut mich. Emilio ist noch angeschlagen, ist klar. Leber macht den Meister, ist klar. So, wir müssen jetzt gegen den zweiten spielen. Wir sind jetzt leider Siebter geworden. Naja, müssen wir mal gucken, was daraus wird. So, Wahlquist ist verletzt. Na toll, dann kommt der Rechtsverteidiger da wieder rein, der Schurz. Zack. So, dann schauen wir mal weiter. Emilio ist angeschlagen, trotzdem spielt er. Höchster Formgewinn durch von Müller. So, Jugendspielreich abgeschlossen. Walkus hat eine Viruserkrankung, toll. Wie lange? 7 Tage, du Kacke. Hintergrund verfügbar. Osman Altigan ist verletzt. Das ist einer aus der zweiten. Jugendspieler kommt zu mir. Osman lehnt Wechsel ab. Oh Mann, ey. Dann ist der wenigstens gekommen. Müssen wir einen neuen kaufen. Naja, egal. Dann ist das so. Oh, wo ist meine Maus? So. Das heißt, einen neuen Stürmer kaufen. Transfermarkt. Spieler suchen. Suchkriterien. Stürmer. Mit den genannten Eigenschaften. So, da haben wir nur 3. Herrlich, ehrlich. Dann nehme ich den von Maribor. Oder nehme ich den Brasilianer. Der ist 23. Nehme ich den Brasilianer. Wieso? Kaufangebot. ja, kann er noch machen. Macht er mal. Oh, fair. Nee, fair wollen wir nicht. 1,3 Millionen. Sparen wir ein bisschen Kohlen ein. So. 975.000. So mag ich das. Was bist du? Du bist ein Strafraumstürmer. Strafraumstürmer brauche ich. Was hast du? Nervenstark ist er. Und Positionsgebundenheit, das macht nichts, er spielt eh nur Stürmer. So, der Berater wird auf mich zukommen. Wurde angenommen, sehr gut. Okay, weiter geht's. So, wir haben jetzt Textmodus, nach haben wir Textmodus, glaube ich, oder? Haben wir den Textmodus? Das ist die Frage. Wir haben den Textmodus, sehr gut. So, gegen Stuttgart. Das wird eine harte Nuss. Das werden wir, denke ich mal, auch verlieren. 3D-Spiel, Textmodus. Let's go. Volle Konzentration von Anfang an. Was anderes möchte ich nicht haben. Und sofort sind wir da. Schade, daneben geschossen. Wir spielen hier mit Abseitsfalle. Natürlich spielen wir mit Abseitsfalle.
Okay, sehr gut. Ja, jetzt drücken die uns hinten rein. Schade, hat er gehalten. Verwirrung im Strafraum des VfB Stuttgart. Holger Badstuber verschätzt sich. Schade. Klärt mit fairen Tackling. Okay. Ball zur Ecke. Oh Mann, ey. Glanzparade vom Broll. Sehr gut. Ecke von links. Freistoß für Dresden. Ah, toll, war klar. 1-0 durch Gomez. Pellemann. Eine Minute Nachspielzeit. Halbzeit. Oh nein, noch nicht, kommt noch was. Schade, Glanzparade von Keeper von Tor von Stuttgart. Schade, schade, schade. Ecke von links. Schade. Ja, 0-1 liegen wir hinten. Aber das war ja auch klar. Das war ja auch klar. So, jetzt mal gucken, was spielen wir. Konter im eigenen Stadion? Ja, ich bin Konter im eigenen Stadion. Vielleicht hilft das ja was. Gucken. Das heißt, wir lassen alles so, wie es ist. Stellen nur Konterspiel ein. Sehr gut. So, hier sagt der Co-Trainer an, was Sache ist. Assistent. Und weiter geht's. Alle Spieler aufwärmen lassen. Sofort drauf gehen. Gelbe Karte für Gonzalo Castro. Ecke von links. Sehr gut geklärt. Spielerwechsel. Petrak für Nicolau. Ja, so ist das. Was sollen wir jetzt machen? Geh vorbei oder spiel ab? Kaminski. Gegen Kieselowski. Oh, Kieselowski ist auch so schlecht. Müssen wir auch einen neuen rechten Mittelfeldspieler suchen. Spiel ab. So, weiter geht's. Rivas für Kieselowski. Clement für Möwald. Und 2-0, das war so klar, ey. Mann, ey. Ja, gegen Stuttgart kann man halt nichts machen, die sind halt viel, viel stärker. Obwohl, die haben, also wir haben nur 705 und die haben 758. Das sind 53 Spielstärken besser als wir. Von daher haben wir keine Chance. Und 3-0. Ja, klar. Ja, ich muss meine Mannschaft verbessern. Auf jeden Fall. Gut, dann müssen wir auch einen rechten Mittelfeldspieler suchen. Oh,
Was habe ich mir da mit Dresden angetan? Jemine. Naja, mal gucken. 3-0 verloren. Hip hip hurra, eine Niederlage. Meine Güte. Es geht mir jetzt schon wieder um den Senkel. So, jetzt holen wir den Viseur. Wenn er denn überhaupt zu uns will, das ist die Frage. So, okay, 200. Du hast eine Stammplatzgarantie. Du bist mein wichtigster Spieler. So, dann machen wir jetzt erstmal hier Optionen. 2 Jahre, 2 Jahre. Ihr seht, ich habe es richtig schwer, jetzt Spieler zu kriegen. Na, mal gucken, was kriegen wir denn hier? 930.000. Handgeld will ich jetzt nicht ausgeben. Oder wollen wir mal versuchen? Ja, können wir mal 1,5 Millionen Handgeld machen. Jo, fair. Mal sehen, vielleicht kommt er ja. Wäre ja nicht ganz verkehrt, nicht? So. Aber mehr gibt es ja nicht. So. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder beim Spiel gegen Wien Wiesbaden im Videotextmodus. Ich hoffe, wir können da unsere Niederlagenserie etwas eindämmen. Ich bin gespannt. Bis morgen dann. Ciao, ciao.